Willkommen zu einem neuen Spiel. Willkommen zu Uncharted 4, A Thief's End. Ja, wir haben Teil 1 bis 3 gespielt und wie wir sehen, werden wir bald da rumbaumeln. Ja, mit einer Piratenmütze auf dem Kopf. Beliebige Taste drücken, werden wir tun. Story, Mehrspieler, Extras. Wir machen natürlich die Story. Wir spielen nicht fortfahren. Ich habe nur kurz einen Soundtest gemacht. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Ja, ich möchte bitte ein neues Spiel. Dankeschön. Wir spielen das Ganze auf Mittel. Automatisches Zielen aus, natürlich. Kamerahilfe aus, natürlich. Fahrzeugkamerahilfe aus, natürlich. Ja, heute released. Es ist gerade 0 Uhr 12. Ich hatte befürchtet, ich kann es heute Nacht nicht spielen, weil irgendwie auf einmal der doch noch irgendwie runtergeladen hat, obwohl ich schon gesagt hatte, ich hätte runtergeladen. Hat aber irgendwie anscheinend doch funktioniert. Ich kann spielen und wir haben jetzt gerade ja, Viertel nach 12 oder was. Und ich werde jetzt ein Part aufnehmen und dann schlafen gehen. Und dann heute Nachmittag weiter aufnehmen. Und ja, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich erwarte mir sehr viel. Also inszenierungsmäßig erwarte ich mir sehr viel. Und gameplaymäßig erwarte ich mir eine Besserung aus dem dritten Teil. Also der dritte Teil hat mir gameplay-technisch nicht sonderlich gefallen. Das habe ich ja in meinem Let's Play auch gesagt. Eins und zwei waren gameplay- und inszenierungstechnisch geil. Doch der dritte Teil war für mich nur noch inszenierungstechnisch geil. Nicht mehr. Gameplay-technisch. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Ich hoffe, der Sound passt so, wie es ist. Ansonsten muss ich da heute Nachmittag ein bisschen dran rumwerkeln. Genau. Das ist echt nicht gut. Festhalten! Sie holen auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann. Ja, ungefähr bis dahin hierhin habe ich gespielt. Gut, R2 zum Beschleunigen. Wir sind mitten in einem Sturm. Gut, du hältst sie auf, finde ich gut. Mitten in einem Sturm. R für Kamera. Ich soll mitten im Sturm irgendwelche Boote rammen, die kleiner sind. Ja. Oh, ach so. Okay, ja gut. Wir rammen mal die kleineren Boote, die dann, wenn ich sie kurz antitsche, irgendwie 5 Kilometer wegfliegen, scheinbar. Ich bin unglaublich gespannt auf dieses Spiel. Es ist ja der Abschluss einer. What the fuck? Okay. Ich sag mal, so berührt niemals ein anderes Schiff. Es könnte einen fünffachen Überschlag wagen. Auf. Oh. Eieiei. Fahr weiter zur Insel. Sie dürfen nicht vor dich fahren. Was? Sie dürfen nicht vor mich fahren. Okay. Ich hoffe, das war jetzt Absicht. Okay, zum Aufsteigen X gedrückt halten. Ist das. Sollen wir das? Das ist übrigens der erste Teil, der wirklich für die PS4 ausgelegt ist. Also die anderen drei Teile sind ja für die PS3 erschienen. Ich habe sie zwar auf der PS4 gespielt. Achso, natürlich. Hallöchen. Habe ich gerade seinen Kopf. Was passiert denn da gerade? War da gerade eine automatische Zielhilfe? Das gefällt mir nicht. Also nein, eigentlich darf das nicht passiert sein. Aber irgendwie hat er gerade ganz komische Sachen gemacht.
Okay. Ich muss das Ziel mit dem PSP-Controller natürlich erstmal wieder lernen. Funktioniert? Jawohl, komm schon, bring uns hier raus. Jo, bin dabei. Tschüss. Wo ist denn jetzt die Insel? Da links. Glaube ich. Doch, die Insel. Oh Gott, da sind Riffe. Die drängen mich ab. Ich habe keine Lust, gegen den Riff zu fahren hier. Ich hab nicht vor, jetzt schon hier. Oha. Okay. Nathan. Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Sein Bruder, nehme ich an. Dann Hoppelhü. Wir hatten in Uncharted 3 auch schon das Vergnügen, mit dem kleinen Nathan zu spielen. Die Grafik sieht schon mal unglaublich nach PS4 aus. Holy shit. Hat sich allerdings auch minimal verändert. Ziemlich rutschig. Und er war damals schon ein kleiner Kletteraffe, okay. Habe ich jetzt schon den ersten Schatz übersehen? Durchaus möglich. Okay. Still und leise. Ja, still und leise, genau. Moment, so. Unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen. In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit Ihnen. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester. Okay, ich habe gerade noch das Gefühl, dass die Dialoge relativ leise sind. Oh shit. Bitte geh woanders hin. Okay, dankeschön. Das ist die Richtung, in die ich muss, oder? Hineindrücken, um was zu tun? Ach so, wirklich. Danke für die Hilfe. Na los. Bewegung, Schwester.
Was ist denn los mit ihr? Ja, die fängt direkt vor dem... Darf ich die einfach von hinten irgendwie würgen? Ich glaube, das sollten wir nicht tun, oder? Nein, nein, nein. Nicht in unserem jungen Jahren. Kann ich irgendwas werfen? Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir auch... Ich komme, Vater. Okay. Ist das mein Bruder? Ich glaube, das ist mein Bruder. Wir werden das mit Sicherheit gleich noch erfahren. Aber was interessant ist, ich habe in keinem anderen Uncharted-Teil bis jetzt irgendwas von dem Bruder mitbekommen. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann ich bis Weihnachten machen. Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Na, das ist deine Ausnahme. Aha. Okay. Guter Sprung. Ich wollte gerade sagen, nur komm ich da nicht dran. Ja, dann... Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Was mich wundert ist, warum sind die Untertitel nicht da? Ich hätte eigentlich... Untertitel angestellt. Gut. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Ich würde es übrigens nicht als normal empfinden, wenn zwei Brüder so einfach durch die Stadt rumkraxeln. Aber... Sie sind gleich da. Das war leicht. Ich bin schon hier, du kannst weiterlaufen. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Okay, gut, dass wir das nie in irgendeinem anderen Uncharted-Teil gemacht haben. Jetzt lernen wir anscheinend neue Tricks. Und was hast du so gemacht? Vorhin gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Mal
Ja, mal nach. Mal ja, mal nein. Was ist das denn für eine Einstellung? Ohne Mumm, kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Ich hab dich auch lieb. Hab dich. Siehst du? Kein Problem. Echt kein Ding. Abgesehen davon, dass ich gerade fast verreckt wäre, aber ist okay. Bist ein bisschen lebensmüde, ne? Ich meine, wie alt ist er gerade? 8? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Hier kommt ein Sprung. Okay. Puh, okay. Die Mitte. Ganz vorsichtig. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Das sieht schon alles ziemlich cool aus hier. Bereit, Tarzan? Wo ich halt tatsächlich gerade ein bisschen. Ja. Okay, weiter. Ich nehme an, wir sollen dahin. Wo ist er? Er ist runtergefallen, oder was? In welche Richtung möchtest du? Oh. Ich lebe noch und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh, okay. Doch, ich komme hier sogar wieder hoch. Glück gehabt. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Klingt safe. Auf jeden Fall. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Warst du auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Ja, so denke ich mir das auch gerade. Wo ist er denn jetzt hin? Warte hier und schau mir zu. Ja, sicher. Okay. Okay, mach nur. Ich muss hier nachdenken. Oh Mist! Also, ich habe jetzt, glaube ich, geschafft. Wie oft bitte? Ja, natürlich. Also ich meine, ich würde das mit meinem Bruder ja auch machen, hätte ich einen. Würde ich auch einfach solche waghalsigen Sprünge machen lassen. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir da. So geht das, Nate. Okay, dann mal los. Okay. Eigentlich ein ganz witziges Prinzip. Okay. Nach dir. Wie? Wie nach mir? Runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf.
Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Okay. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Wir fahren noch mal ausweichen auf Kreis. Nee. ¿Cómo te sales de esta? ¡Dónde el brazo! ¿Qué tal esto? ¡Es mi los arschloch! ¡Gánenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Puedes hacerlo! ¡Toma esto, pendejo! Ich weiß gerade nicht, wie ich ausweiche. Esto es por meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Dale una paliza, amigo. Te vas a arrepentir. ¡Rómpele la cara! ¡Dale! ¡Estás muerto! ¡Ay! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Oh, shit! Nein, 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 nein. Ja, basta! Könntest du bitte aufhören, mich umzubringen? Okay. Jetzt. Nein, bleib liegen. Ja, basta, Idiotas! Suéltenme! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Ich will matar, gringo, come mierda! Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar a tirar por el culo! Solitaria! Cájalo! Du estás esperando aquí, eh? Ich spreche leider kein Spanisch. Ich nehme an Spanisch. Abre. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Thank you.
Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Kapitel 2, ein höllischer Ort, genau hier hören wir auf und können speichern, automatisch speichern, hallo? Ja, könnten speichern, also machen wir hier einen kleinen Cut und ich sage bis zum nächsten Mal, viel Spaß mit den Videos, euer Hedi.